Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam Into Drive. Und je nachdem, wir in der letzten Folge auf East Coast USA versucht haben, da ein bisschen dafür zu sorgen, dass unser Wagen nicht runterfällt, beziehungsweise haben wir es da ein bisschen provoziert, dass der Wagen runterfällt, dachte ich mir, ach komm, treiben wir es halt mal ein bisschen in die Extreme und machen das auf Offroad Extreme oder Extreme Offroading als von beiden. Hinten drauf haben wir einen Covert in der Rally-Version und hier natürlich den Flatbed Gavril H45 Vanster. Beziehungsweise Flatbed ist das ja nicht der Van Star. Also der normale Van. Van Front, Van Motor. So, auf jeden Fall, hier müssen wir schön aufpassen, dass wir hier den nicht runterfallen lassen. Richtig Transportsimulation hier. Und da springt er schon. Das ist wahrscheinlich eine Folge mit eher weniger Crashs, sondern mehr fahrerischem Können, wird hier gefragt. Und hier werden wir schon nicht mal hochkommen, oder? Zieh. Und da hauen wir den schon weg. Das heißt, wir drehen uns mal lieber. Das war ein bisschen zu schwungvoll. Bremsen. Können wir schon mal Blinker machen. Und fahren wir einfach mal kurz querfeld ein. Und nehmen mal den humaneren Weg. Damit sein Wagen nicht so schaden wird, beziehungsweise nicht so durchschnitten wird. Hier ist der VW viel zu klein. Finde ich. Oh Gott. Ja, komm, mach erstmal ein Wheelie. Das wäre ein Stoppie, ist das ja eher gewesen. Nur eben ohne Fahren. Jetzt nochmal böse. Oh Gott. Oh Gott. Puh. Da werden die jetzt böse runterhauen. So, sorry. Zeitlupe. Da knallt der auch schon gegen. Und der macht sich auf eine kleine Tour nach unten. Handbremse war aber angezogen. Aber keinem dürfte zu viel passiert sein. Guck mal, was hier mal ein bisschen schneller raus. Fahren wir mal rechts lang. So. Schön aufpassen und der ist halt eben, der steht schon relativ weit rechts und jetzt perfekt haben wir den umgestellt. Oh, sind da aber gegengefahren und da haben wir uns die Tür böse eingedellt. So, den Spiegel abgerissen werden. Hey, da fahren wir jetzt einen besseren Blick drauf. Boah, die Tür. Jetzt aufpassen, die ist aber nämlich ziemlich schräg. Oh, jetzt müssen wir hier einmal mit Schwung rauf und da wird uns der Wagen runterfallen, aber verdammt. Jetzt werden wir auch fast runterfallen. Jetzt werden wir auch noch runterfallen. Oh Gott. Oh shit. Das war nicht so geplant. Das war auch nicht so nett. Der wobbelt eben sehr schnell rum, hier der Corvette. Hat anscheinend nicht so starke Handbremsen. Nicht so toll, aber kann ich jetzt nicht viel machen. Uns wurde übrigens vorgeschlagen, dass das hier so geschmolzene, beziehungsweise da hinten, wo wir letztes Mal waren, wo ich sagte, dass es wahrscheinlich, dass es fehlende Textur ist oder so, dass es geschmolzene Lava ist. Ich weiß nicht, könnte sein. Ah, fuck, jetzt schließen wir es ab. Nein, wir schließen uns ab. Kommen wir da irgendwann nochmal Traktion? Nee. Okay, hier müssen wir was machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Nee, das gehört zu dem Flatbed gleich dazu. Schade. Also das unten wollte ich abmachen, den Rammschutz. Aber den kriegen wir nicht ab. Das heißt, wir müssen das mit Schmackes machen. So. Also hier gibt's jetzt hier Gas zu geben. Warte, hier muss man noch mal ein bisschen bremsen. Und jetzt aber. Oh, okay, das ging nicht gut aus. Wir haben es rüber geschafft, gerade so. Aber der Wagen, kommt der hier überhaupt so durch? Da haben wir schon die Achse unten verbogen. Aber der scheint es gerade so hier durchzuschaffen. Wundert mich. Also schon mehr drauf das Teil, als man denkt. Jetzt geht es hier natürlich böse runter. Muss man hier lang fahren? Fahren jetzt mal so weit, wie wir es schaffen. Und da habe ich es leider kurz verkackt. Aber wenigstens leuchten noch die Lichter.
Gut, gibt es denn irgendwo, wo wir noch nicht wirklich lang gefahren sind? Oder wird Baum uns gleich begrüßen, oder? Fast hat er uns begrüßt. Aber wir haben das nochmal avoiden können. Also rechts, was war rechts? Rechts war keine gute Idee, das weiß ich noch. Links ist zu holprig. Gibt es denn irgendwo, wo wir länger durchfahren können? Da können wir vielleicht nochmal mit Schmackes versuchen. Das Problem ist halt immer auf diesen Bumpy Roads hier. Seht ihr, passiert genau das da, dass der Wagen rumhüpft. Wartet. Das haben wir reingebackt. Vielleicht hätte er jetzt besser. Das wird wahrscheinlich unrealistisch krass halten, weil vorne links der Reifen drin ist, das Rad. Oh, jetzt habe ich erstmal wieder falsche Taste gedrückt. Und jetzt werden wir mit dem auch noch drauf fahren. Das habe ich jetzt mal mit Absicht gemacht. So, dann werden wir hier mal Gas geben. Mal kurz gucken, was war hier rechts denn eigentlich? Warum sind wir da nicht lang gefahren? Ach komm, guck mal, mit dem Dings dauert es uns zu lang, da hochzufahren. Guck mal, mit der Freecam. Ach nö, hier können wir lang fahren. Gut. Sind wir nur einmal gegen die Wand gehauen. Beziehungsweise die Klippe runter. Das war das Problem. Ups, oh Gott. Niemals über diesen Stein fahren. Und da haben wir den Wagen auch schon verloren. Also früher hatten wir den bisher noch nicht verloren. Jetzt haben wir uns auch noch fast da reingefahren. Ich wollte eigentlich in den Wagen rammen. Bin aber, hab in die falsche Richtung gelenkt. Bin aber. Ja. Habe aber in die falsche Richtung gelenkt. So, aufpassen. Ich zieh schon wieder. Komm, jetzt holen wir ihn nochmal da runter. Muss ich einfach aufpassen. Ich muss die Kurve länger, ne, beziehungsweise breiter. Ne, wie heißt das? Länger, breiter, höher, kürzer. Nein, wie heißt das? Keine Ahnung, wie es heißt. So, jetzt hier können wir ruhig ein bisschen langsamer fahren. Hier wird es jetzt nämlich holprig. Holprig? Holprig. Oh Gott, falsch hast du. Egal, kleiner Belastungstest hier. Habe ich doch das Licht angemacht? Ach, ich habe eben aus Versehen zweimal. Wie das Licht nicht mehr ausgeht. Das Licht geht einfach nicht mehr aus. Egal, naja. Okay, jetzt müssen wir den ein bisschen nach links kriegen. Aber jetzt wird es eher rechts eine starke und schnelle Linkskurve geben. Also da wird er auf jeden Fall ohne Zweifel weiter nach links kommen. Hier lassen wir uns nur rollen. Oh Gott. Das ist jetzt nicht so nett. Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Bremsen. Und da halten wir nochmal drauf. Oh Gott. Nein. Wenn wir da echt kurz raufhalten können, jetzt nicht den Motor absaufen lassen. Und da drehen wir durch. Und werden ins Wasser fahren. Selbst auch die Handbremse nichts mehr. Können wir mit dir noch wenigstens noch hauen. Da. Nochmal schön gegen. Okay, einmal können wir es noch versuchen. Jetzt haben wir ihn natürlich jetzt hier schon wieder runtergehauen. Der uns mal helfen. Oder auch nicht. So, jetzt aber wirklich der letzte Versuch. Oh, falsch hast. War falsch schon. Wagen. Hat den dann auf Gas geben und lenken geschaltet, sozusagen damit. Das war zu weit links. Versuchen wir es einfach nochmal rechts entlang. Oh, da sind wir kurz wieder gesprungen. Hier werden wir gleich nochmal springen. Beziehungsweise der Kurve wird springen. Ich habe gerade eben schön die Federung und die Aufhängung gesehen. Also hier müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir einfach mit Schmackes langfahren. Und ein bisschen auf den Tierholperei scheißen. Und jetzt schaffen wir es nicht. Handbremse springt auch nichts mehr. So, okay, auf jeden Fall. Das hat nicht so gut geklappt. Dafür ist der einfach nicht gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir nochmal irgendwie einen anderen. Es gibt ja auch andere Fahrzeuge mit so einem Flatbed. Da müssen wir mal gucken, ob es welche gibt, die sozusagen mehr Aushalt bzw. Geländegängiger sind. Und ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat. Und übrigens, ihr könnt jetzt bei meinem Partnerstore, also bei meinem bei kingwin.com.de, Downlink ist, Downlink, ich sag mal Downlink, Link zu Kingwin ist unten in der Beschreibung.
könnt ihr jetzt günstig Spiele kaufen, und zwar sogar jetzt noch ein bisschen günstiger, denn ihr, wenn ihr den Code GCG eingibt, also GCG, werdet ihr ganz einfach 3% Rabatt nochmal kriegen. Es kann sein, dass er noch nicht komplett aktiviert ist, denn das ist zwar requested worden, also wenn es noch nicht geht, wartet einfach nochmal kurz und ja. Auf jeden Fall, da kriegt ihr ungünstige Spiele und ihr unterstützt mich gleichzeitig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.